Können wir das nicht beim Kartenzeichner machen? Der hat doch bestimmt. Sollen wir gerade hier ein bisschen außen rum gehen? Guck, der dreht sich hier. Habt ihr gesehen? Der hat sich einfach zu uns rumgedreht. Eiskalt. Ist auch nur Butler. Das hier ist er, glaube ich, ne? Graham, genau. So, hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Was hat der denn für eine Stimme? Ich habe hier noch nie gesehen. Was willst du? Okay. Erstmal gucken. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? So, ach so, der hat gar keine. Der hat nur, Skizze 60. Die lohnt sich übrigens zu kaufen. Ganz nette Sache. So, Karte zur alten Mine. Karte der Kolonie. Die ist eigentlich am billigsten. Naja, wir sagen mal, Diego schickt mich. Ne, Moment mal, ich mach mal gerade hier. Ich speichere gerade nochmal. Und zwar können wir dem jetzt, glaube ich, die Karte einfach wegnehmen. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Moment mal. Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht. Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Okay. Dann kommen wir mal wieder, weil wir brauchen die jetzt gerade noch wieder. Nicht. Och, jetzt konnte ich mich gerade nicht drehen, sondern nur die Kamera nach oben und unten machen. So, wer ist denn hier Händler? Wem können wir denn was an Zeug verkaufen? Das müsste eigentlich in unserem Notizbuch stehen. Händler im alten Lager. Mordrock, genau. Schattendexter. Handelt mit Sumpfkraut und Tränken. Fisk handelt mit Waren aller Art. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt mal... Ach, hier. Hier rum geht's zum Marktplatz. Genau. Hier kann man übrigens nicht drauf. Keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Da kann man auf jeden Fall nicht hochklettern. Das wird nachher noch eine Überraschung sein in Kapitel 2 oder so. Ist eine ganz coole Sache, die die da eingebaut haben. Aber werden wir ja dann sehen. Ihr müsst auch übrigens ganz dringend in die Kommentare schreiben, welchem Lager wir uns anschließen sollen. Sonst passiert das automatisch, dass wir uns dem alten Lager anschließen, glaube ich. Und naja, dann ist das wohl so. So, Fisk, dich wollte ich sprechen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, der hat 310 Erz. Das dürfte reichen für das, was wir vorhaben. So, jetzt müssen wir dem nämlich den ganzen Kram, also nicht den ganzen Kram, aber eine Menge an Kram verkaufen. So, Wanzenfleisch. Wir hätten vielleicht das Fleisch vorher braten sollen. So, Sklavenbrot kriegt man auch viel für. Ist aber natürlich auch heilend. Nachtschatten. So, mit den Pflanzen übrigens kann man sich nachher richtig schöne Tränke machen, deswegen sollte man die mal erstmal behalten. So, was ist denn hier noch relativ... Ach, hier Bier. Tue ich mal gerade 2 verkaufen. So, hier das Fleisch könnten wir nämlich braten und dann verkaufen, dann kriegen wir noch ein bisschen mehr dafür. Reisschnaps kriegen wir nachher, glaube ich, ohne Ende, aber... Jedenfalls kommen wir nachher zum Reisschnaps-Lord. Oder zu dem Typen, der die herstellt. So, Pflanze, ist alles wertvoll. Fleischwanzen-Ragout kriegen wir nachher eh ohne Ende. Können wir uns so viel abholen, wie wir wollen. So, mal gucken. Was haben wir denn sonst noch? Waffen haben wir noch. Und zwar 16 Pfeile, die Spitzhacke und das Schwert. Da kriegen wir auch nochmal 12 für. So, insgesamt 40. Achso, kann ich direkt so machen. Zack. Was hat der denn für Waffen? Interessiert mich gerade. Rostiges Schwert, Schaden 10. Kurzschwert 12. 14. 16.
18, aber Wert 120. Uiuiui. Buddlerzucht ist eigentlich das Beste, glaube ich, was man momentan bekommt. Naja, wir können jetzt erstmal hier. So. 40. Zack. Annehmen. So. Jetzt haben wir 63, super. Davon lernen wir jetzt erstmal so ein Talent. Und dann machen wir ein bisschen Kohle. Was nervig ist, dass ihr hier nicht schnell rennen könnt. Das haben die in Gothic 3 gut gemacht, dass man da auf Knopfdruck einen Ticken schneller rennen kann. Und ja, das haben die hier noch nicht gemacht. Ist aber jetzt nicht so unglaublich schade, ist einfach nur ein bisschen nervig. Achso, wir haben keine Pfanne. Wenn man eine Pfanne hat, kann man auch auf so einer Feuerstelle, glaube ich, Feuer warm machen. Ein Fleisch warm machen, ansonsten kann man das nur auf so einer fertigen Pfannenfeuerstelle. So, hier ist, glaube ich, auch eine normale Feuerstelle. So, jetzt gehen wir mal eine Runde da raus. Und zwar wieder zu unseren netten Freunden. Jetzt ist die Frage, Krallen lernen oder Zähne lernen? Ich meine, es gibt Scavenger-Krallen. Ich bin mir total sicher. Wir können es ja ganz einfach machen. Wir speichern vorher und wenn es das Falsche ist, dann... Naja, da müssen wir halt nochmal neu laden. Und, ja, dann müssen wir halt das andere lernen. Dafür sind ja auch so mehr als ein Speicherplatz gut, dass man mal so alternativ speichern kann quasi und mal mehrere Sachen ausprobieren kann. So, jetzt stolpern wir mal dahin. So, nochmal speichern. Und zack, und dann sprechen wir den direkt mal an. Was kannst du mir noch? Ja, ja, wissen wir alles schon. Bla, 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 bla. Heute von Reptilien, so. Das kostet 100 Erz. Krallen abziehen kostet 50 Erz. Fell abziehen kostet wieder 100. Zähne entfernen 50. Und du verlangst verdammt viel. Okay. Dann machen wir doch mal Krallen. Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Ist im Grunde ganz einfach, wenn du weißt, wie es geht. Du musst die Krallen nach vorne wegknicken. Auf keinen Fall nach hinten. Und nicht ziehen. Krallen kannst du vor allem von Echsen nehmen. Du wirst ab jetzt erkennen, von welchem erlegten Biest du die Krallen nehmen kannst. Okay, dann gehen wir mal zurück. Und Ende. Und speichern mal gerade auf hier. Let's Play. 02. Das ist jetzt quasi unser Alternativspeicherstand, wo wir dann für Sachen auszuprobieren hingehen. So, jetzt können wir uns hier so einen Scavenger nehmen. Steck die weg! So, zack, zack, zack. So, zack, 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 zack. Und den nächsten noch mit einem Schlag. Ich würde sagen, wir sind gut. So, junger Scavenger, der hat nur rohes Fleisch. Und der hat auch nur rohes Fleisch. Und der hat auch nur rohes Fleisch. Okay, ich glaube, wir haben das Falsche gelernt. Oder geht das jetzt nur bei jungen Scavengern? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ist das auch ein junger Scavenger? Ja, Tatsache. Okay, mit der Waffe kann man aber übrigens sehr gut kämpfen. Mal gucken, hat der... Der hat auch nur Fleisch. Okay, ich, das Einzusammeln ist gerade sowieso sinnlos, weil ich werde jetzt gleich nochmal neu laden und gucken, was passiert, wenn wir Zähne lernen. Oder haben wir jetzt gerade Zähne gelernt? B. Ach, steht hier gar nicht. Okay, steht das denn bei N? Allgemeine Infos. Wissen der Tierverwertung. Krallen abziehen. Varane, Snapper, Lurker, Beißer, Razor. Okay. Das sind alles Viecher, wo wir erst
viel später mit Kontakt haben. Das heißt, ich werde jetzt nicht speichern, sondern laden. Und zwar, genau hier, bevor wir das gelernt haben. So, wir nehmen jetzt auch gerade schon eine sexy Dreiviertelstunde auf. Drax, was kannst du uns denn beibringen? Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Ja, ja. Wenn du zumindest... So, heute von Reptilien. Dann bleibt uns jetzt nur noch Zähne entfernen. Lernen wir das mal. Wie komme ich an die Zähne? Du musst vor allem darauf achten, dass die Zähne nicht splittern. Um das zu verhindern, musst du dein Messer in der Mitte des Zahns ansetzen und vorsichtig hebeln. Zähne kannst du von Wölfen, Schattenläufern oder Snappern nehmen. Okay, jetzt haben wir immer noch nicht das für Scavenger. Ich meine, die hätten Krallen, ich bin mir total sicher. Aber Wölfe ist ja schon mal besser als der ganz andere Shit, den wir vorhin hatten. Naja, jetzt weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir treffen wir zuerst auf Wölfe oder zuerst auf... Wir treffen auf jeden Fall zuerst auf einen Varan. Heute von Reptilien wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt bin ich gerade ein bisschen, sollen wir jetzt noch auf 100 Erz zusammensparen, bis wir uns das leisten können? Andererseits müssen wir uns auch noch ein gutes Schwert kaufen. Ist jetzt gerade... Also ich meine, wir könnten uns dann mit den Sachen ein gutes Schwert kaufen, aber ich weiß nicht. Ach Mensch. Wie machen wir das denn jetzt? Ende. So. Infos. Wolf. Orkhund, Snapper, Beißer, Bluthund, Schattenläufer. Also Wolf ist auf jeden Fall sinnvoll. Sinnwolf. Weil hier vorne in der Ecke, nicht hier in der Ecke, sondern da hinten im Wald, ist direkt der erste Wolf. Jetzt ist die Frage, ob wir, ja, halt die Fresse. Ob wir das mit den Zähnen oder mit dem anderen, weil irgendwie bin ich zu Krallen mehr geneigt, muss ich ehrlich sagen. Laden wir doch nochmal neu. Und, dann gucken wir mal. Ja, ja. Das passiert mir nicht nochmal. Nee, das passiert ja auch nicht nochmal. Lass uns Waffen, Rüstung. Bla bla bla. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. 63. Immer wieder dieselbe Leier. Ich bin dafür, wir lernen jetzt. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Ja, halt die Fresse. Krallen lernen wir jetzt. Punkt. Ende. Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Ist im Grunde ganz einfach. Ja, halt die Fresse, haben wir alle schon gelernt. So, da müssen wir jetzt nochmal gucken. Also, beziehungsweise will ich gerade nochmal gucken, allgemeine Infos. Varane, Snapper, Lurke, Beißer, Razor. So, lassen wir es jetzt einfach mal so. Da machen wir es jetzt einfach so. Dann, wenn ihr was anderes wollt, also beziehungsweise wenn ihr wisst, dass das andere, dass ein anderes mehr bringt oder dass wir ein anderes machen sollen, weil das dann mehr bringt oder dass wir uns dann halt dahin sparen, dann schreibt das in die Kommentare. Solange speichere ich einfach auf dem zweiten Speicherstand. Und wenn wir dann in der nächsten Aufnahme weiterspielen, laden wir dann einfach den ersten Speicherstand. Da müssen wir halt nochmal ein paar Minuten spielen. Also das, was ich jetzt hier alles mache noch, müssen wir dann alles nochmal machen. Aber das zahlt sich dann vielleicht doch aus. Gut, dann mache ich mal gerade hier das Vieh kalt. Und
Toll, jetzt hat er uns das Ding weggenommen. Was ist das für ein Assi? Das wollte ich doch selber machen. Da wollte ich doch schön Erfahrungspunkte mit verdienen. Nimmt der Lappen und zerrt einfach irgendwie weg. Das fand ich nicht in Ordnung. So, greifen wir das Vieh direkt mal so an. Hat ja letztes Mal auch funktioniert. So, zack. Zack, zack. Und die anderen. Zack. Zack, zack. Da kriegen wir nämlich immer schön Erfahrung für. Da kriegen wir dann Lernpunkte. Und die sind ziemlich wichtig. So. Nur damit ihr Bescheid wisst, die sind wichtig. So, haben wir hier oben noch was? Außer Wald. Waldi.